Pokal gegen Colchester. Ramsey Dowell pfeift diese Partie heute hier. Wenn es heißt Northampton im Capital One Cup mal wieder. Ja, der letzte große Pokalerfolg, zumindest der letzte große nationale Pokalerfolg, ich glaube, ein bisschen länger her, könnte der FA Cup gewesen sein. Und der letzte große Pokalerfolg an sich war natürlich der Sieg der Europa League. Und wenn man auch den Copa Europa als Pokal sehen will, dann war es das. Aber national hat es in der letzten Saison nicht so hingehauen. Ich meine, der Trainer hat ganz klar gesagt, das ist nicht unsere Priorität. Unsere Priorität ist, den Champions League Platz zu verteidigen. Also mindestens Platz 4 und in Europa noch eine gute Performance abzuliefern. Das haben sie gemacht. Und ich glaube, da wären Pokalspiele oder... Wären Pokalspiele... Jetzt hat Northampton Glück. Alter Schwede. Also, wären Pokalspiele nur hinderlich gewesen. Mehr Belastung, das war wozu? Für Pokale, die man schon gewonnen hat. Man qualifiziert sich mit einem Sieg dieser Pokale ja teilweise auch für die Euroleague. Aber ja, wozu, wenn man auf Champions League Kurs ist? Gewinnen ist immer schön und es war natürlich teilweise ärgerlich, dass man rausgeflogen ist, aber es war nur im Sinne der guten Sache vielleicht auch. Tosa. Ja, das. Man merkt, bei wem hier ein Spiel in den Knochen ist gegen Arsenal und Chelsea und Man U innerhalb von 6 Tagen. Collins Seitenwechsel. Also Northampton ist kein Freund der hohen Seitenwechsel, Seitenwechselflanken, sondern macht es eher ruhig, passt. Kann man so machen, Widdows, eine Flanke rein, Emerton. Freistoß für Northampton, okay. Nichols tritt das Ding rein. Geklärt zum ersten. Und Vorteil für Colchester, läuft durch. Harriet, ja, es ist immer wieder eine Möglichkeit, sich mit den niederklassigeren Mannschaften zu messen. Diese ersten Pokalrunden immer kann man machen, wenn man Lust drauf hat, aber sollte wirklich nicht im zu hohen Maße, es sei denn, man hat gerade in 6 Tagen gegen 200.000 Premier League Mannschaften gespielt. Aber sollte nicht zu sehr stressen und zu sehr herausfordern. Vor allem mit einem Loni, der ja zurzeit in guter Form ist, vielleicht nicht ganz Weltklasse. Aber gute Form auf jeden Fall. Und da lässt sich natürlich immer was anfangen mit solchen Spielern. Grätsche sitzt, traumhaft. Nichols, diese Grätsche sitzt nicht. Und wieder. So, Loni, andere Richtung. Das war aber so billig. Da kommst du ja nicht mehr durch eine E-Jugendabwehr. Oder vielleicht eher nur gerade so. Jetzt mal, so geht's. So geht's, Tempo. Körperüberlegenheit, Loni. Loni, und das ist zu steil. Hat schönes Auge für seinen Mitspieler. Aber leider ein bisschen zu viel reingelegt. Badejos heute von Anfang an kann sich hier beweisen mal wieder. Hat ja schon ein Premier League-Tor. Dieser gravierende Fehler vom Menu-Schlussmann, der zu dem, ja, zum damaligen Zeitpunkt 3-0 wurde. Spiel endete 4-0. Foul. Und Harriet Sletka, okay. Aber den aufnehmen durfte, also da werden Proteste durch die Reihen von Colchester gegangen sein. Ich glaube auch nicht zu Unrecht, da kann man zweimal drüber nachdenken, ob er da nicht indirekten Freistoß gibt. 1,5 Meter vor der Torlinie. Foul. Nicht gepfiffen. Der Schiri sagte entweder Ball oder Vorteil oder irgendwas sagt er auf jeden Fall. Und Barrios. Eventuell Abseits, aber der Ball sollte auch auf Nichols. Also die Frage hätte sich gar nicht stellen dürfen. Ob Loni Abseits steht oder nicht, denn er war nicht die Option, die zu ziehen war. Nichols. Kann der Pass jetzt von Nichols oder war es die Grätsche? Ich weiß es nicht, aber Loni kann gehen. Loni setzt sich durch. Komisch, irgendwie als Favorit in so ein Spiel zu gehen. Weil die lokalen Pokalwettbewerbe waren ja eher so
Und die nationalen Pokalwettbewerbe waren ja in den letzten Jahren eher so, ja, und auf Emden, oh, das kann ja gar nicht sein. Und auf einmal ist man hier in der Favoritenrolle, dank seiner Premier League-Erfahrung, seiner Premier League-Spiele, seinen Premier League-Erfolgen vielleicht auch. Und Erfolgen generell, ich meine, Europa League-Gewinner wird sich hier nicht so einfach abfertigen lassen. Pech, Glück, keine Ahnung, Loni kommt nicht ran. Ball bei Colchester, 40 Minuten um. Nichols. Harriet. Handspiel, nicht gesehen. Also Glück mit den Schiedsrichterentscheidungen hat Northampton. Ich glaube, so viel darf ich verraten. Zumindest meiner Meinung nach, nach meinem Eindruck. Da ist viel mehr, was hätte gepfiffen werden müssen. Oder da hätte eben viel mehr gepfiffen werden müssen, so rum. Wow, Whitterson. Jetzt mal ein hoher Ball und dann sieht man, wohin das führt. Wenn er nicht ganz präzise kommt. Wie in diesem Beispiel. Tosa. Grätsche, super. Barrios, los. Emerton macht Tempo. Geht durch. Emerton geht durch und es reicht zur Flanke. Loni. Bombs. So einfach geht es. Gerade noch gerettet. Der Ball kommt weit. Loni lauert hinten natürlich. Der Keeper ist nicht darauf vorbereitet und es steht vollkommen zurecht. Vollkommen verdient auch in meinen Augen 1:0. Halbzeit. Schiri kriegt den Ball in die Käsemauken und damit läutet er hier zur Halbzeit und schickt die Spieler in die Kabine. So, zweite Halbzeit. Loni wird erstmal aufgehalten bei einem Dribbling nach einem Anstoß, ungewöhnlich. Lässt sich eigentlich nicht so leicht sonst die Butter vom Brot nehmen. Aber okay. Widdowson. Tosa gegen Bean. Na, was macht Colchester aus diesem Spiel noch? Och nee. Da ist Barrios aber ordentlich. Entweder das war der Regen oder ist er einfach vom Schlappen gerutscht. Also, es war gar nichts. Es war natürlich auch nicht so geplant, ganz klar. Was seht ihr? Loni. Loni, schön. Traumhaft. Einfache Körperdrehung und den zieht er locker rein, Colchester. Kriegt die zweite Pille rein. Kriegt das zweite Bier eingeschenkt. Der war auch nicht unhaltbar, ehrlich gesagt. Keeper reagiert auch ein bisschen spät, aber Northampton wird es ja recht sein. Und der 1 im Capital One Cup überstanden. Und wenn hier noch was anbrennt, dann muss wirklich was richtig Dickes passieren. Also, wenn der Gegner Chelsea wäre oder einer von den ganz Großen, wenn er von mir aus auch Everton wäre, dann... Ja, aber so. Pff. Es sei denn, Snedka haut nochmal richtig einen raus. Aber ansonsten. Aufpassen. Langmead, what? Langmead, Tosa. Loni. Geht mal richtig locker vorbei. Flanke rein, Barrios. Reicht nicht, Tosa. Kopfball. Nichols. So, was wird draus? Kann Barrios in die Mitte gehen oder wer ist in der Mitte? Generell Tosa. Der ist lang. Der ist gut. Das ist Loni. Oh, ob da... Also ich meine, ich weiß nicht, ob es fair war, aber es sah doch nach ordentlichem Schieben aus. Das dann, ich meine, man hat es gesehen, der Kopfball war verzogen. Eben durch eine gewisse Außeneinwirkung, meiner Meinung nach. So einfach kann er sich auch nicht durchtanken, denn wir spielen nicht gegen die 10. Liga. Falls es sowas in England überhaupt gibt, ich weiß es nicht. Loni, Flanke rein, Barrios. Walker. Stößt seinen Abwehrspieler nochmal um, aber der will's ihm verzeihen. The love will go on. Abseits, ja. Die Szene, die ich in meiner langen FIFA-Karriere noch nie verstanden habe. Warum es sowas überhaupt gibt. Aber gut, Cuero kommt für Harriet. Cuero wird scheinbar wie Jedro ein Joker, also spielt nie 90 Minuten. Spielt entweder immer die ersten 60 oder die letzten 30 dann. Und Barrios, traumhaft durchgesteckt. Barrios. Loni. Schön das Auge gehabt, Barrios. Das hätte den Treffer verdient gehabt. Die Abwehr passt aber sehr gut auf. Und vollkommen zurecht wird dieser Ball nicht zum Treffer. Nichols. Jetzt aber.
Nein! Barrios, es ist ihm einfach nicht vergönnt heute scheinbar. Unfassbar. Und Nichols. Schick Tosa, der wird aber erstmal nicht an den Ball kommen. Vielleicht nach dem zweiten Versuch. Querschläger so ein bisschen. Widdowson. Loni. Geht der ganzen Sache mal auf den Grund. Der Ball bleibt aber bei den Gastgebern, die hier einfach nicht viel ausrichten können. Also offensiv, es geht nicht viel. Sie werden von Northampton mehr und mehr eingelallt. Das war schon das ganze Spiel so. Wenig vors Tor gekommen. Es sei denn, Northampton hat man einen Fehler gemacht. Aber ansonsten muss eben mal so eine Situation her. Gilbey. Snedka sieht nicht gut aus. Noni wird ausgewechselt. Moyo kommt rein. Die Fans machen nochmal Stimmung für Colchester. Oh, das hätte nicht passieren dürfen. Das hätte nicht passieren dürfen. Langmead. Wie sehr man jetzt seiner Favoritenrolle gerecht wird mit diesem 1-2. Ich meine, man führt auch ohne riesigen Aufwand. Und das Gegentor war jetzt eben eine Konsequenz dieser teilweise Fahrlässigkeit, die du so nicht bringen darfst. Pokal ist tödlich. Oder im Pokal ist sowas tödlich, so könnte man es auch sagen. Jetzt gehen sie zu direkt durch die Mitte und das wird bestraft. Tosa. Ball wird zirkuliert. Auf außen. Schön gemacht. Und auch Barrios scheint jetzt Platz zu machen für wahrscheinlich Nichols. Nein, Hooper. Hooper kriegt nochmal die letzten Minuten Spielzeit. Und es soll natürlich auch so ein bisschen, ja, nochmal Frische reinbringen, nochmal ein Signal in die Mannschaft senden. Leute, jetzt hier nicht schlapp machen. Wir haben es ja fast geschafft. War ein Foul, ja. Man kann auch den Vorteil noch länger laufen lassen, wirklich. Irgendwann ist einfach mal gut. Gefährlich, Snedka. Fischt locker runter. Macht das torwartmäßig souverän. Und Widdowson, ja, die Finte nach hinten. Sie war überlegt und wird jetzt zu einem der letzten Angriffe des Spiels. Tosa wird nicht aufgehalten, aber eher wegen seiner wuchtigen Körperstatur. Moyo. Moyo, nein. Es wird nicht mehr reichen. Für eine Aktion mit Glück vielleicht Cuero nochmal. Cuero wird umgerissen, hat sich aber auch ordentlich in den Weg gestellt. Also muss man nicht pfeifen. 2-1-Sieg. Man hat deutlich gespürt, dieses Spiel war in den Knochen. Die letzten Spiele waren in den Knochen. Es reicht trotzdem mit überschaubarem Einsatz zu einem erwarteten Sieg in Runde 1. So, diese Spiele brauche ich nicht. Ja, nee. EM-Quali gibt's nicht. Was es gibt, ist simulieren. Bis zum FFC Fulham. Zum FC Fulham natürlich. So, dann kommt... Oh, die Europagruppen sind draußen und das wird natürlich mal nachgeschaut hier. Northampton ist mit einem Sieg Tabellenführer. Weil Everton gepatzt hat. Und mit einem Sieg hat Northampton sicher die bessere Tordifferenz gegenüber Manchester City. FA Cup, Capital One Cup, Copa Europa, Champions League. So, Real Madrid, Marseille, ZSKA Moskau, Northampton. Da haben sie mal die richtige, naja, da haben sie dick erwischt. Manchester City, Benfica, Lissabon, Twente Enskede und Molde FK. Inter, die Bayern, Bodo, Helsingborg. Der PSG, Ajax, Basel, Celtic. In Gruppe E, Juventus, Turin, Porto, 1899, Hoffenheim. Okay, überraschend. Und Kopenhagen. Atletico Madrid, ja, Bayer Leverkusen auch gerne mal in der Champions League vertreten mit Moskau und Galatasaray. Chelsea, Sevilla, Anderlecht, Rubin Kazan. Und Gruppe H, Barcelona, Dortmund standardmäßig dabei. Olympiakos und Standard Lüttich. Mal gucken, wer hat es denn hier geschafft? Gladbach.
Sonst noch ein Deutscher? Schalke? Hertha BSC Berlin? Und das war's. Also die Gruppe, alles andere als einfach. Aber erstmal konzentrieren auf die Liga. Northampton vs. Fulham.